Hallo, der nächste Sonntag ist der Sonntag der Solidarität für die Opfer der Corona-Pandemie weltweit. Der Sonntag ist mir wirklich ein großes Anliegen und ich möchte nochmal alle darauf hinweisen, die Christen und die Nichtchristen, alle Menschen guten Willens, denen ihre Mitmenschen auf der ganzen Welt am Herzen liegen. Corona belastet uns in Deutschland. Wir müssen Masken tragen, Abstand halten, können viele schöne, gute Sachen nicht machen. Aber in der weiten Welt ist die Situation viel, viel schlimmer. Die Menschen dort können keine Medikamente mehr kaufen, haben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln, haben manche Krankheiten, die schon fast ausgerottet waren, wieder neu, wie Typhus, Malaria, AIDS. Ich möchte alle bitten, sich an diesem Sonntag der Solidarität zu informieren über das, was weltweit diese Pandemie anrichtet und dann auch zu beten für die Menschen, ihnen im Gebet und Gedanken Solidarität zu zeigen und natürlich auch eine Spende zu geben für die Menschen, die in Afrika, in Asien, Lateinamerika und Osteuropa unter der Pandemie noch viel mehr leiden als wir. Versuchen wir auch politisch aktiv zu werden, dass wir Hilfsprogramme bekommen für die Menschen dort, damit sie den Virus nicht bekommen und wenn, dann, dass sie auch wieder geheilt werden. Wenn das Leben in den armen Ländern gut weitergeht, dann ist das letztlich auch hilfreich für uns. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Damen und Herren, eine herzliche Bitte, engagieren Sie sich nächsten Sonntag, am Sonntag der Solidarität für die Opfer der Pandemie weltweit. Informieren Sie sich, denken Sie an die Menschen, beten für sie und geben Sie eine gute Spende. Vergelt's Gott, sage ich Ihnen in gut Fränkisch, Gott wird es Ihnen vergelten, da bin ich ganz sicher.